Alright, dann lass mal anfangen. In der Beginn von allem. Der Urknall, der das Universum erschuf, so wie wir es heute kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht. Sterne sind entstanden in allen möglichen Formen und Materialien. Chemische Elemente haben sich gebildet. Die ersten Lebensformen haben unsere Erde betreten. Und vor circa 230 Millionen Jahren dominierten dann auf einmal die Dinosaurier. Ey Junge, wenn ich noch einmal auf irgendeiner Kostümparty diesen gottverhurten Dino sehe. Ich hasse dieses Dino-Kostüm. Es ist so unfassbar scheiße. Es ist legit das schlechteste Kostüm, was es gibt, Bro. Ich hasse dieses Scheißvieh. Sorry, das ist was Persönliches. Flache Erde. Doch kam irgendwann ein mächtiger Komet und warf alle Dinos mitsamt ihren Familien von der Erde runter. Welche bis zu dem heutigen Tag durch unsere Galaxie schweben. Die Bro, what the fuck, Bro? Einfach Impulsgranate von Fortnite. Fliegenden Dinosaurier sind das, was die Menschen heutzutage unsere Sterne nennen. Irgendwann Wait. Also es geht ja um Flat Earthler, ne, in diesem Video. Also Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Wollt ihr mir erzählen, es gibt, also die Flat Earther denken, dass die Sterne Dinos sind, Bro? What the fuck? Dann die Homo Sapien. Sie fingen an mit einfachen Werkzeugen, fanden dann aber wertvolle Materialien auf der Unterseite der Erde, mit denen sie sich immer weiterentwickeln konnten. Kriege sind ausgebrochen, weil böse Menschen noch bösere Dinge tun wollten und so wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten. Bro, der Konfetti-Effekt war crazy. So wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten zu verhindern. Über die nächsten Jahre formte und veränderte sich die Zivilisation. Kulturen entstanden, technisch anspruchsvollere Gebäude wurden errichtet, welche man an einem sonnigen Tag allesamt problemlos in einer Reihe auf unserer flachen Erde bewundern kann. Wait, the Earth is flat. Oh wait. Okay, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Die Erde ist offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. Was? It's not spherical. It is in fact Mario-shaped. Become a Mario-Earther today. Die Erde ist ein Globus, ein Fakt, den 99% der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch zwischen all den ganzen Menschen auf unserer Erde gibt es ein paar Leute, die ein bisschen weitergehen und behaupten, die Erde sei flach. Nun, es wäre jetzt ziemlich simpel, sich einfach über ein paar dumme Leute mit verrückten Theorien lustig zu machen, denn hinter der Idee einer flachen Erde steckt deutlich mehr Historie als einfach nur ein paar moderne Menschen mit. Boah, ich bin sehr gespannt, ich finde das Thema auf jeden Fall sehr witzig. Also wer da wirklich dran glaubt, Bruder, der muss mal alles überprüfen lassen, Junge. Aluhüten. Use kids to commit your crimes. Denn die Ungewissheit über die Form der Erde findet seinen Ursprung schon vor tausenden von Jahren. Genau genommen im alten Griechenland. Eine Zeit, zu der Leute noch keine geschlossenen Toiletten... Bro. ...genommen im Stell alten dir vor, Griechenland. Eine du chillst mit deinen Homies und ihr scheißt einfach alle zusammen, Bro. Was ein Vibe. What the fuck, was ein Vibe. Junge. Chill mit den Jungs, einfach einen wegscheißen, Bro. Crazy. Zeit, zu der Leute noch keine geschlossenen Toiletten hatten, sich also beim Geschäft erledigen, gegenseitig in die Augen starren muss. Warum zeichnen wir uns nicht einfach auf irgendwelche alten Keramikvasen und lassen Menschen tausende Jahre später rätseln, was wir eigentlich damit sagen wollten? Hey, das ist mein Opa. Gib ihn her. Ach, fick dich, Schlampe. Okay, stell dir vor, du bist ein antiker Grieche, machst eines Morgens deine Augen auf und plötzlich, wie vom Blitz getroffen, kommt dir die Frage, hey, wo genau in diesem Universum bin ich eigentlich? Okay, anscheinend irgendwo in Griechenland, denn alle haben so coole, lange und graue Bärte, bauen Statuen von sich selber und haben Digga, unfassbar coole Namen, die alle auf Totales enden. Aber worauf genau stehe ich? Ausbilder! Einem Würfel? Einem riesigen Elefanten? Gibt es auf dieser Welt überhaupt ein Ende? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eine Sache ist klar. Wenn ich in den Horizont gucke, dann sehe ich nichts außer flach. Okay. Ja, deswegen muss es flach sein. Okay, ich habe genug gesehen, die Erde ist wahrscheinlich flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist Christus? Keine Ahnung. Fick dich! Es war der Mann, dem es zu schulden ist, dass man heute in der Schule irgendwelche Formeln auswendig lernen muss. Pythagoras von Samos. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Der sprach... Gänsehaut.
Das und die Mitternachtsformel, wow. Zu den Menschen, wenn der Mond rund ist, dann sind wir auch rund. Nein, also die Form der Erde ist auch rund. Außerdem, was ist mit der Mondfinsternis? Ein sich langsam bewegender, runder Schatten? Man sieht unterschiedlich viele Sterne von verschiedenen Orten auf unserer Erde. Leute, ich glaube, unsere Erde ist rund. Und das klang für die anderen auch ziemlich plausibel. Und ab da war die Erde auf einmal rund. Doch kann man das auch wirklich beweisen? Fragte ein zweifelnder Grieche aus einer hinteren Ecke heraus und fing wütend an, mit Stein zu werfen. Ja, sagte ein Mann, der 250 Jahre später geboren wurde und ein... Er hat ein bisschen die gehabt, die Antwort, Digga. Chillig, Junge. Schön chillige 52 Jahre Delay, Bro. Die Antwort, lässig. Es war aber nicht Pythagoras, es war Eratosthenes. Jetzt schon komisches Video. Ja, Real Talk. Hat mich auch mega abgefuckt, Bro. Jetzt abschalte ich. Real Talk, gar keinen Bock mehr auf den restlichen Minuten. Ich schalte ab. Gar keinen Bock. Einen genauso schönen Bart bekam wie die anderen auch. Sein Name war Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass er... Ihr Arschloch! An einen einfachen Holzstock irgendwo in der Nähe einer Stadt in Südägypten um genau 12 Uhr in den Boden steckt, dieser Stock keinen Schatten wirft. Weil ihm wahrscheinlich sehr langweilig war, wollte er herausfinden, ob genau dies in einer sehr viel weiter nördlichen Stadt um 12 Uhr auch der Fall war. Doch aus irgendeinem Grund warf dieser Stock dort einen Schatten von ungefähr 7 Grad. Sind das die Schattengötter unserer übersexualisierten Mythologie oder ist es vielleicht Wissenschaft? Wahrscheinlich zweiteres, denn wenn die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde scheinen, aber zur gleichen Zeit an beiden Orten unterschiedliche Schatten anzeigen, kann die Erde logischerweise nicht flach sein, sondern ist sie eine runde und dicke Kugel. Und spätestens seitdem war die Runde... Digga, ich finde das so crazy, weil für uns ist das jetzt obvious one, aber stell dir vor, diese ganzen Sachen wurden noch nicht entwickelt. Und du bist der Typ, der das rausfindet, so... Junge, what the fuck, Bro? Das ist so crazy, weil wir wachsen auf damit und uns wird das Wissen gegeben in den ersten 15 Jahren unseres Lebens oder so. Digga, früher gab's das nicht und die dachten halt, wenn ein Blitz einschlägt, ja, okay, klar, Zeus hat das Ding, Zeus hat das Ding hier runtergeschossen. Ich meine, Retalk, wer sonst? Also, hä? Ich meine, what the fuck, Bro? Ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie zwei Wolken gegeneinander gerieben haben und dann kam hier was runter, Bro. Es muss eindeutig Zeus gewesen sein, what the fuck? Und dann kommt irgend so ein Typ hin und findet raus, dass die Erde rund ist. Das ist crazy, Digga. Das ist wirklich verrückt. Runde Erde, ein Fakt, den die nächsten Jahrtausende kein einziger Mensch mehr hinterfragen sollte. Wobei man dazu erwähnen muss, dass es ab und zu natürlich noch ein paar Ausreißer-Kollegen gab. Dieser Franzose aus dem 16. Jahrhundert meinte, dass die Welt laut seinen Berechnungen genau so aussehen würde. Moment, die Karte ist nahezu perfekt. Lass mich nur noch eine kleine Änderung. Okay, I admit, I did some human trafficking, but I only trafficked French people, so that's givable. Bro, habt ihr mitbekommen, dass Ayn Ross in den Knast gekommen ist, weil, wie heißt der Typ nochmal? Ich komme nicht drauf auf seinen Namen. Wie heißt der nochmal? Andrew Tate. Habt ihr mitbekommen, dass Andrew Tate in den Knast gekommen ist, weil Ayn Ross in seinem Stream so eine Nachricht vorgelesen hat, dass Andrew Tate geschrieben hat, er muss so schnell wie möglich Rumänien verlassen und er hatte währenddessen aber irgend so ein Ding da laufen, dass er vom Gericht halt nicht das Land verlassen darf und Ayn Ross hat es im Stream vorgelesen. Daraufhin ist die Polizei straight up dahin und hat den Typen festgenommen. Digga. Junge, wirklich gefickt vom größten Andrew Tate Fanboy einfach. Das ist traumhaft, Bro. Real Talk. Der beste Plot. Ein Hawaiianer, der sich einfach ein paar Kontinente dazu gedichtet hat, weil wieso auch nicht? Ich meine, was ist das überhaupt für eine Karte? Wo ist Frankfurt am Main? Wir haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Ein Doktor aus dem 19. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kuhle und Engel würden an jeder Ecke auf uns warten. Ja, das... Digga, dieser Clip ist so geil. Warte, wo ist Frankfurt am Main? Ich habe mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Da ist er. Digga. Herrlich, ey, herrlich. Ein Doktor aus dem 19. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kuhle und Engel würden an jeder Ecke auf uns warten. Ja, das klingt ziemlich legit. Doch spätestens ab dem ersten gebauten... Das Ding ist halt... Guck mal, wie gesagt, aus dem heutigen denkt man sich so, Bro, what the fuck? Aber damals, die hatten nur diese Information. Und da kommt irgend so ein Typ, der mega smart ist und irgendwie Aristoteles oder so heißt, Bro, oder Aristoteles oder Hermamitus oder so, kommt da irgendwie hin, Bro, klingt sie turbo fresh aus und erzählt dir, Digga, da hinten sind drei Engel, Junge, und die haben hier so eine Kuhle gecraftet, you know? Klar, obvious, was sonst, you know?
Globus von Martin Beheim kam keiner mehr auf die Idee, an einer runden Erde zu zweifeln. Nicht mal im Mittelalter, also zu einer Zeit, als die Leute noch random Frauen verbrannten, weil sie dachten, sie wären Hexen mit magischen Fähigkeiten, die auf Zauberwesen fliegen. Das war auch außer Hexen kann sonst noch brennen. Noch mehr Hexen! Selbst dort wurdest du ausgelacht, wenn du auf einer Burgfeier gesagt hast, dass die Erde flach sei. Du Trottel! Warum hören wir dann heute noch regelmäßig von dieser flachen Erde? Wie kann es sein, dass heute statistisch mehr Leute an eine flache Erde glauben, als es Menschen vor Tausenden von Jahren getan haben? Die Antwort ist leicht. Es ist die Schuld vom Internet. Okay, es ist immer noch wild, dass Leute denken, sie sind smarter als diese ganzen 4.000, 5.000, 60.000, keine Ahnung, wie viele Wissenschaftler es gibt, Bro, die genau an so einer Sache forschen. Bro, das ist crazy. Wirklich, wie können Leute denken, dass sie, nur weil die irgendwie, weiß ich nicht, Realschulabschluss haben, dass sie smarter sind als die anderen, Bro? Das ist, Digga, das ist so krass. 2015, das Internet boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slenderman. Shrek tritt die Tür auf. Das scheiß Kleid war übrigens blau-schwarz. Jeder, der gesagt hat, die Scheiße war weiß-gold, ist ein verfickter Loser. Und es ist mir scheißegal, ob man das irgendwie so erklären kann. Die Scheiße war blau-schwarz. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. Bein. Free Shavacadoo. Oh, baby, it's triple. Und plötzlich gibt es einen riesigen Vorteil. Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet stellen und hochladen. Der Nachteil an der ganzen Sache, jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet... Australia does not exist. Zebras sind keine echten Tiere, sondern wurden einfach irgendwann erfunden. Seid ihr bereit, was? Gibt es die Verschwörungstheorie, dass Leute nicht daran glauben, dass Australien existiert? Das stimmt. Ach so, ja? Na gut, wenn es einer in den Chat schreibt. Seid ihr bereit, die rote Pille zu nehmen und eure Sicht auf die Welt danach für immer zu verändern? Oh mein Gott, ja. Wenn die Erde wirklich rund ist, warum fahren Autos dann so und nicht so? Wenn die Erde rund ist, erklärt mir das hier. Guckt durch ein Teleskop und zoomt ganz weit rein und langsam aber sicher erscheint die Minecraft World Border Textur. If the Earth isn't flat, explain this. Außerdem, wenn die Sonne ein Stern ist, warum sieht sie dann nicht so aus? Ist das hier etwa ein sehr seriöses Foto, auf dem die NASA gerade die Sonne wegtransportiert? Altes Nintendo-Spiel sorgt für neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Flache-Erde-Theorie. Gravitation? Wie bitte? Wenn Isaac Newton so schlau war, warum ist er dann tot? Hier zeigt er nach. Bro, kennt ihr so diese Google-Trends und dann gehen die so mega weit zurück und dann ist das so 1509 so das Wort Fortnite oder so. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße. Genau, wie man seine Haare im All wäscht. Er hat aber gar keine Haare. So ein gutes okay, Meme, mal ja. Die ganzen Jokes beiseite. Es gibt wirklich Menschen, die an eine flache Erde glauben. 1, 2, 3, nee, Quatsch, warum auch? First rule of Flat Club is you don't talk about Flat Club. Look something like. Digga, you don't talk about Flat Club. Bro denkt, er ist Fight Club. Das ist crazy, Alter. Junge. Ja, nur mit dem Twist, dass die einen extrem gute Sportler waren und die anderen sind einfach Verrückte. This. And the Earth is. Flat. The Earth is flat. Hat sich jetzt gezeigt, die Erde ist eine Scheibe. Laut einer Studie aus 2018 glauben gerade mal 84% aller Amerikaner, dass die Erde rund sei. Heißt, du wirst regelmäßig... Warte, wie viel? Eine Scheibe. Laut einer Studie aus 2018 glauben gerade mal 84% aller Amerikaner, dass... In A Education, Bro. Das ist wirklich mal wieder ein Klassiker. Die Erde rund sei. Heißt, du wirst regelmäßig im Supermarkt mit mindestens einer Person an der Kasse stehen, die wirklich glaubt, dass die Erde flach ist. Die Welt ist eine Kugel. Aber die Experimente sagen genau das Gegenteil. Im Alter zwischen 18 und 24 sind es sogar 34%, also ein Drittel eines ganzen Uni-Vorlesungssaals. Bruder, niemals ist diese Studie repräsentativ. Niemals. Bro, das haben doch Leute für Joke angeklickt. Ich glaube da nicht dran. Man muss da irgendwie auch den Hintergrund kennen, weil ich stelle mir voll oft vor, kennt ihr diese Apps, wo man so 3 Umfragen machen kann und dann kriegt man so 30 Cent und wenn man 10 Euro hat, kann man sich eine V-Bucks-Karte holen. Bro, Real Talk, da gibt auch jeder irgendeine Scheiße an. Da steht so, denkst du, die Erde ist flach? Ja, haha, funny, klicke ich an, you know? Bro, das ist null aussagekräftig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
dass das eine echte Umfrage war hier, Bro. What the fuck? Oder die Amerikaner sind komplett. Ja, gut, maybe doch. Vielleicht ist. Vielleicht doch. Sind es sogar 34%, also ein Drittel eines ganzen Uni-Vorlesungssaals, der nicht an die runde Form der Erde glaubt. Denn die Welt ist eine Scheibe, die besteht wiederum aus Atombomben. Brasilien, ein Land mit 7% Flat Earthern, by the way, hat sogar einen ganzen Fußballverein, der leidenschaftlich an eine flache Erde glaubt. Bro, er sticht einen Luftballon ab, Alter. Das ist crazy. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr tretet gegen eine Fußballmannschaft an und eure Gegner glauben einfach daran, dass die Erde flach ist. Und dann ziehen die dich auch noch ab, 6-0. Na Moment, GG. Bro, Real Talk, dann werde ich Basketballer oder so, Alter. Digga, was ist das denn für eine Scheiße? GG's. Into the box, Willingham shoots, go! Seit dem Internet boomt der Glaube an eine flache Erde so stark wie noch niemals zuvor und sie halten nicht damit zurück, ihr Wissen mit den anderen zu teilen. The Earth is flat! Anyone ever told you the Earth is flat? Eine ganze Convention nur für Leute, das hab ich schon gesehen. Diese Convention habe ich schon gesehen. Dating-Seiten für Flacherdler. Autokennzeichen und Autobemalung, Facebook-Gruppen, natürlich gibt es Verschwörungs-Flat-Earth-Facebook-Gruppen, ich werde mich jetzt erschießen, Flat-Earth-Bücher zum Weiterentwickeln, beziehungsweise zurückentwickeln. Go back, I want to be monkey! You wanna hear some Flat-Earth-Music? Next level, ice cold, Flat-Earth-Model on my bezel. Shut! Kranker Hit. The fuck up. Und diese Menschen scheinen ziemlich überzeugt von der Idee und sie sagen das nicht einfach nur so, sondern belegen das auch mit ihrer Wissenschaft, langen Internetseiten und sehr, 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 sehr vielen YouTube-Videos. You know that the Earth is flat. Well, I've watched over 50 hours of video. 2005. Na ja, gut, da muss es stimmen. Denn war das Jahr, in dem die Theorie der flachen Erde ein richtiges Comeback feiern durfte. Also ein Comeback nach 2500 Jahren. Und mit welchen genialen Behauptungen sie so an den Start kommen, das erfahrt ihr nach der Werbung. Hey Leute, willkommen zu meinem Minecraft Let's Play. Honkai Star Rail ist ein von Chinesen gemachtes Spiel mit ganz schön viel Hack und Slay und Slash, Auto Crash und dem gewaltigen Umgang mit Anime-Kindern. Vergiss normale Waffen. In diesem Spiel sind deine einzigen Waffen riesige Hühnchen, ein XXL-Gitarrenkoffer, ein Pizzaschneidemesser. Bro, what the fuck? Und die gemeinsame Verbundenheit von 25 Millionen Weebs. Lesbische Frauen. In der Intergalaktik. Klingt nicht bad. Zwischen Anime-Welt, größer als die kleinste Stadt in Baden-Württemberg, kämpfst du gegen eine Mülltonne. Bruder, es passiert in dieser Werbung gerade so viel, Junge. Ich glaube, so viele Schnitte, wie alleine im Werbepart gemacht wurden, macht Wilbo in einem kompletten Video vom Main-Channel. Dem unfassbar starken Drang, Geld auszugeben und den gefährlichen Cosplay-Gegnern der Hauptschulen-Anime-AG der 11. Klasse. Stell dir ein Team zusammen aus schizophrenen und mental instabilen Anime-Waifus. Wow, darum habe ich auf einmal 9 Reddit-Tabs auf Wow, diese Naruto-App. Episode habe ich aber anders in Erinnerung. Mit dem neuen Charakter Archibald und ihrem riesigen XXL-Katana kämpfst du deine Gegner wie... Digga, du kannst mir nicht sagen, dass diese Unternehmen da sitzen, das gucken und sich denken, jo, das ist 30.000 Euro wert. Das zahlen wir. Zorro aus One Piece. Nur in deutlich cooler. Kannst neue Freundschaften schließen, philosophische Diskussionen führen und deine Gegner auf schmerzhafte Weise nach Argentinien vaporisieren. Außerdem ein neues Update mit Cocktail, ein Teammate-heilendes Soda-Getränk. Optimus Prime. Bitte registriert euch über den Link in der Videobeschreibung und helft mir dabei, unendliches Leben sowie unfassbar viel Reichtum zu erlangen, um Frankreich zu stürzen. Es würde dem Kanal sehr helfen und ihr kriegt 50 Stellare Jade umsonst obendrauf. Bro, no joke, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Aufmerksamkeitsspanne verloren, als hätte ich eine Stunde lang TikTok geguckt gerade. What the fuck? Werbung. Ende. Oh mein Gott, zum Glück. Okay, also laut den Flat-Earthern leben wir auf einer... Aber ich meine, es hat funktioniert, wir haben es geguckt. Genau, es hat funktioniert. ...runden und riesigen Scheibe. Die Scheibe ist von einer gigantischen Kuppel umgeben, wie eine Art Glasschicht, durch die... Wie in Survival Games, Chat. Survival Games war der Vorreiter. ...Menschen nicht durchkönnen.
Oh mein Gott, ich bin außerhalb der Kuppel. Frische Luft. Die Sonne und der Mond, welche sich beide innerhalb der Kuppel befinden, kreisen über uns am Himmel umher und erzeugen in riesigen, runden Bewegungen den Tag- und Nachtrhythmus, so wie wir ihn kennen. This was taken in Egypt at midnight. You can see the sun and the moon together. That is a picture from Star Wars. Bilder von der runden Erde, so wie sie uns bekannt ist, werden von der Regierung gefaked und alle möglichen Parteien sind mit involviert. Illuminati or the Bilderbergs. The Jesuits, the Freemasons. Or the Trilateral Commission. The Rockefellers, or say it's the Illuminati. It's probably all of them. Satan. NASA, of course. CIA. CIA. KGB. CCP. Weltraum-Footage wird in Hollywood-Studios seit Jahren mit CGI und Greenscreens gefaked, wo es auch schlagfertige Beweise für gibt, wie zum Beispiel rote Kreise auf Bilder mit schlechter Auflösung. Photoshop, CGI and paintings. Are you a scientist? Yes, I have a 4-year degree in flat earth education. From where? From myself. You gave it yourself. Die Herangehensweise. Nee, da muss es stimmen, aber. Nee, da muss es schon stimmen, Chat. Ich gucke seit über 50 Stunden Papa Platte, die Erde ist Papa Platte. So funktioniert's nicht, Bruder. Der meisten Flacherdler ist die Zetetik. Also nur auf das zu vertrauen, was man auch mit dem eigenen Auge sehen und wahrnehmen kann. Who do you think took this photo? You know, I didn't take it myself. So unless I took it myself, I can't say I know it's a real photo. Bro, das wäre wirklich mal ein geiles Projekt. Einfach mal so 20 Flat Earther einfach mal in so eine Rakete stecken und einfach mal hochschießen und einfach dem mal zeigen, ey Leute, schaut mal, die Scheiße ist rund. You know? What the fuck? You feel yourself spinning, wobbling, gyrating? No, I'm pretty rock solid. Rock solid. Heißt, man guckt in den Horizont und die Erde ist flach. Man steigt in ein Flugzeug, guckt raus, die Erde ist flach. Jedenfalls, wenn man mit einem ganz bestimmten, spezifischen Kameramodell filmt. Nikon P900 or even the Nikon P1000? Yeah, this is the P1000, this is the P900. I like the P900 or the P1000. Man guckt sich mit einer Lupe ganz nah einen Basketball an, heißt, logischerweise ist er flach. Oh. Okay, aber dieser Burger hier wird doch genauso groß sein wie das Auto, was da steht, oder? Der Löffel im Glas schneidet sich beim Betreten des Wassers in zwei Hälften, oder? Ich denke, ihr versteht das Problem. We don't fly off the spinning globe because it's not spinning. Angeblich ist die Erde flach, weil unser Wasser immer zum niedrigsten Punkt fließt und ein Globus dann dementsprechend so aussehen müsste. Bruder, das, also, Digga, wie kann ein erwachsener Mensch das ernst meinen? Ich check das nicht. Alter, what the fuck? Das ist krasse Scheiße, Mann. Toilet water's not flying out on people in Australia because of gravity. Well, hello, it doesn't fly out of the toilet because water seeks its level. Skip it up and down. There's the water. Die Erde muss flach sein, weil Flugzeuge, wenn sie auf dem Weg zur Südhalbkugel wären, gerade nach unten fliegen müssen. Warte, was waren das da gerade für zwei Gebäude, die da gerade vorbeigeflogen sind? Flach sein, weil Flugzeuge, wenn sie auf dem Weg zur Südhalbkugel wären, gerade nach unten fliegen müssten. Und das würde man in einem Flugzeug sitzen auf jeden Fall merken. To Melbourne for a cup of tea there with Abigail. I didn't do any nosedives, because I know the lady let go of the trolley at the back of the aeroplane. Checkmate. Game's over. Die Erde ist flach, weil wir angeblich sonst so zur Arbeit gehen müssten und Schiffe auf der unteren Seite der Erde kopfüber fahren würden. Oder. Hey, yo, what the fuck? Electromagnetic energy, not gravity at all. Gravity is a deception. Dieser Mann formuliert an seiner dreckigen Schranktür, dass die Erde flach sein muss, weil Gebäude auf einer runden Erde wegen der Krümmung in der Luft stehen würden. This. Ey, Mann, so eine Scheiße, Digga. Sky thinks buildings are thousands of kilometers long. Laut diesem Bild ist die Erde flach, denn wenn dieser Helikopter für 12 Stunden in der Luft stehen bleiben würde, er doch eigentlich auf der anderen Seite des Planeten wieder rauskommen sollte. Es gibt keine Gravitation, bis heute nicht. Das musst du mir erklären. Klingt interessant. Kein Bock. Hier hat eine Rakete angeblich die Kuppel getroffen. Die NASA traut sich nicht aus dem Weltall an Australien ran zu zoomen, weil sie sonst bestätigen würde, dass in Australien alles auf dem Kopf steht. Scheiße!
Viele Flacherdler kommen auch aus dem christlichen Bereich, weil sich in manche Bibelpassagen eine Flacherde reininterpretieren lässt. Was auch Alter, der Grund Alexander ist, warum man die Bibel nicht als Wissenschaftsbuch nehmen sollte. Was leider auch heißt, dass man mit einem einfachen Holzstab keine Meere spalten kann. Ey, was machst du da? Die naheliegendste Frage bei der ganzen Sache bleibt natürlich noch offen. Wo ist der Abgrund? Die am weitesten verbreitete Meinung ist, dass die Erde von einer riesigen Eismauer umgeben ist. So etwa wie... Bruder, warum hat die noch nie jemand gesehen? Wie erklären Sie Leute sich das? Noch nie hat jemand diese scheiß Eismauer gesehen. Die aus Game of Thrones, nur dass die Eismauer von der Regierung bewacht wird und jeder, der sich auch ihr nur 100 Meter nähert, gnadenlos erschossen wird. Okay, ja, macht Sinn. Ja, nee, dann glaube ich daran. Dann muss es stimmen. What's to the edge? Well, they don't let us necessarily go there. Enormous 200-foot ice wall holding the oceans in level and flat. The North Pole is at... Oder warum sieht jeder davon aus, als würde er jeden Tag Yoga machen und sich 3 Blunts reinzwibbeln, Bro? Real talk, da ist ein Pattern, Leute. Ihr wacht auf, what the fuck? Actually in the center of the flat disk, or does that make sense? No joke, jeder von denen, die wir gerade gezeigt wurden, war mindestens einmal in Thailand und hat mit LSD zu sich selber gefunden. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? What the fuck? Eine Bibelstelle, in der steht, dass bewaffnete CIA-Agenten der Regierung mit einer AK-47 am Eisrand stehen, um die Menschen daran zu hindern, den Abgrund der flachen Erde zu entdecken, habe ich leider nicht gefunden. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my... Die Menschheit verarscht mit Geschichten über den sogenannten Südpol oder Expeditionen zum angeblichen Südpol gemacht. Alles Bullshit, weil es keinen Südpol gibt, der unbedingt an einer idiotischen Kugel kleben soll. Vater, hast du wieder deine Pillen nicht genommen? Und wenn man sich ein wenig mit den Theorien der Flacherdler beschäftigt, merkt man, dass die meisten selber nicht so wirklich wissen, wie denn jetzt eine genaue Karte der flachen Erde aussieht. This thing right here, that's what makes this community different. In dieser Flat-Earth-Version gibt es nicht mal einen Eisrand, was wahrscheinlich die regelmäßig verschwindenden Fischerboote im Bermuda-Dreieck erklärt. Brasilianische Flat-Earth-Forscher haben nach jahrelangem wissenschaftlichem Arbeiten dieses Modell von der Erde in die Welt gesetzt und... Bruder, was zum Fick? Anscheinend ist rechts noch ein unentdeckter Kontinent, wo die Regierung was auch immer an geheimen Experimenten durchführt. Na endlich, ein Toast, der immer auf die richtige Seite fällt. The whole thing is Gaia, but the top is Atlantis. In dieser Karte gibt es eine riesige schwarze Sonne, die die Erde von unten anscheint. Three suns. Digga, what the fuck, Alter. Three moons, with Mercury in the middle, acting as both a sun and a moon. Dieses Modell besitzt nur einen einzigen riesigen Kontinent. Ein Modell, auf dem die Hälfte der ganzen Weltpopulation einfach fehlt. Und dieser Ersteller hat auf jeden Fall ein paar so... Digga, das ist so, Dings. Fehlt. Und wie heißt dieses Minecraft-Game, wo man so Schnee abbaut und fällt man so eine Ebene runter? Ich guck gar nicht drauf. Spleef, Digga. Das ist einfach Spleef-Map, Junge. Auf Chillo. Dieser Ersteller hat auf jeden Fall ein paar Substanzen zu viel zu sich genommen, bevor er seine Karte designt hat. Sutala loca, atala loca, jambut vipa, ocean of milk. 3, 2... Laut diesem Modell ist über der großen Kuppel einfach ein enorm riesiges Wasserbecken und klar, seht ihr auch am Himmel die ganzen schwimmenden Haie. You're gonna go through the water beyond the firmament in a submarine. What the hell? Viele Leute glauben auch, dass es über der großen Eismauer hinaus eine weitere, riesige Welt gibt, die uns normalen Menschen noch verwehrt bleibt. What if there's other... Wissen viele nicht. Civilizations here. What if these are where the controllers of the worlds live? Okay? What if... Zum Beispiel die große Eisballtheorie, also die flache Erde auf einer riesigen, runden Eiskugel. Und ich glaube, das ist so etwas wie ein Friedensangebot zwischen Flat-Earthern und dem Rest der vernünftig denkenden Menschheit. Some of us think that there's other lands that they're hiding from us. And that could be very well that they discover these other lands and they just don't want us to know about it. Wusstet ihr, dass unsere Welt nur eine von vielen großen und heiligen Weltenkomplex ist? Right there. These are other ponds with their own suns. Keine Ahnung, warum auf dieser Karte die Isis einen Kontinent bekommen hat, heißt aber wahrscheinlich nichts Gutes.
In der Mitte vom heiligen Karussell-Ozean gibt es einen riesigen schwebenden Kontinent wie bei fucking Avatar oder diesem Ghibli-Kinderfilm, auf dem antike laserschießende FBI-Roboter gehortet werden. Auf diesem Kontinent leben Harpien, die wahrscheinlich ziemlich coolen Loot droppen werden, wenn man einen von ihnen tötet. Der Wald deckt... Digga, Bro, die haben einfach eine Elden Ring-Map gemalt. Die glauben einfach, dass wir auch in Elden Ring leben, Junge. Giganten, vor denen man lieber Abstand halten sollte. Oh, look at the fucking boomer. Natürlich aber auch bekannte Namen wie Atlantis, der Garten von Eden. Obwohl, für die Elden Ring-Theorie-Chat würde dieses Bild sprechen. Absoluter Klassiker. Absoluter Klassiker, Bro. No joke. Alles an diesem Bild ist perfekt, Junge. Dieser gottverdammte scheiß Vogel, Alter. Digga, wirklich Klassiker. Das große Imperium Asgard oder Cocaine mit schlechter Rechtschreibung. Und wenn ich mir diese riesigen Karten genauer angucke, muss ich wirklich sagen, die Konzepte sind wirklich, wirklich cool. Ich meine, ein Kontinent hinter der Eismauer in Form einer riesigen Schlange, ich würde mich darüber freuen. Okay, Real Talk, es wäre schon cool, wenn die irgendwann rausfinden, es, das stimmt und dann ist dahinter so ein Kontinent, den wir neu entdecken können. Dann kann man so hinfliegen und so Shit machen, Bro. Das wäre schon crazy. Einmal nach Jotunheim, bitte. Vielleicht gibt es hinter der Eismauer auch einen zweiten Eiffelturm, der auf einem riesigen Frosch steht oder ein zweites Berlin. Wobei, das wäre nicht wirklich cool, das wäre grausam. Ich würde gerne in einer Welt leben wie bei Attack on Titan und hinter der riesigen Mauer aus Eis irgendwelche coolen neuen Technologien entdecken, vielleicht ohne dabei von einem Titan gegessen zu werden. Hidden lands beyond the ice walls. Um die anderen Kontinente freizuschalten, müsst ihr erstmal Level 120 erreichen. Ein Land voller Mech. Mich wundert es irgendwie, dass auf TikTok keine Flat-Earther sind. Das würde so passen zu dem Scheiß, den sonst die Leute auf TikTok schreiben. Oder? Das doch sind sie? Okay, gut, nehmen wir mal eins. Flurry-Maschinen, die niemals kaputt gehen kommt und noch immer funktionieren. Okay. Was kommt als nächstes? Boah, weil Real Talk, also wo gibt's am meisten dumme Menschen? You know? Obvious auf TikTok. Also wenn es irgendwo Flat-Earther gibt, dann da. Season 7 Fortnite-Map? Oder... Babe, wake up, Flat Earth just got an expansion pack. Und ja, es gibt tatsächlich in der Antarktis eine riesige Eismauer, doch wenn du diese passieren würdest, würdest du irgendwann in Mecklenburg-Vorpommern wieder rauskommen. Oh, nee, Digga, dann lieber von der Erde fallen, Alter. Dann lieber von der Erde fallen, Junge. Oh, nee. Und wenn euch diese ganzen Fakten nicht überzeugt haben und ihr euch doch für die blaue und der Mecklenburg-Vorpommern ist valid? Ja. Ist okay. Ich meine, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern müsste Stralsund sein, wenn ich mich nicht täusche. Was habt ihr noch? Rostock? Ist alright. Wenn ihr Erdepille entschieden habt, dann habt ihr das Glück, jetzt ein paar neue Erkenntnisse der Wissenschaft zu genießen. Die Erde ist rund, weil Schiffe auf dem Meer, je weiter sie wegfahren, wegen der Erdkrümmung langsam aber sicher am Horizont verschwinden. Wir ertrinken, warum hilft uns niemand? Selbiges gilt auch für Windturbinen oder die Sonne, die jeden Tag aufs Neue in wunderschönen Farben langsam die Nacht einläutet. Oh nein, ich ertrinke. Wie funktionieren Flüge auf einer flachen Erde? Ich meine, wisst ihr noch damals, als Japan Pearl Harbor angegriffen hat und tagelang erstmal um die komplette flache Erde herumfliegen musste? Wir sehen von jedem Ort der Erde alle die gleiche Seite vom Mond, was auf einer flachen Erde wegen der Perspektive offensichtlich nicht funktionieren würde. Wait, what? Die Erde ist rund, weil man von verschiedenen Orten unserer Welt in der Nacht unterschiedliche Sternformationen sieht. Wow, ich erzähle euch gerade etwas. Warte mal, die Sternformation kannte ich gar nicht. In der Nacht unterschiedliche Sternformationen. Wer ist der? Digga. Die kennt ich gar nicht. Wow, ich erzähle euch gerade etwas, was man schon mit 12 Jahren weiß. Wie soll NASA bitteschön die Videos vom All und der Mondlandung mit CGI gefaked haben? CGI Image. Wenn CGI vor 50 Jahren so aussah. Die Erde ist rund, weil es ein Video gibt, wo Tom Scott ein Boot ins Weltall geschickt hat und die Krümmung der Erde selber aufzeichnen konnte. Sometimes it's okay to cause a little bit of drama. It caused the worst nuclear accident in humanity's history. I offer 3 bitcoins for 1 globe proof. The whole universe was in a hot, dense state and nearly 14 going billionaire.
Und nehmen wir jetzt mal an, wir könnten uns ein Universum angucken, in dem unsere Erde wirklich flach ist. Wir würden bei einer Mondfinsternis das hier sehen. Oder vielleicht das hier oder das hier. Je nach Interpretation, wie unsere Welt letztendlich geformt ist. Während des Tagesrhythmus würde man zu jeder Zeit die Sonne über der Erde herumkreisen sehen. Heißt aber auch, dass man kein Auge zukriegen würde, weil wir durch eine von oben scheinende Sonne den ganzen Tag lang Lichteinstrahlung genießen dürfen. No, at night the lamp turns off. Das Zentrum der Gravitation wäre bei einer flachen Erde genau hier. Heißt, alles würde zur Mitte gezogen werden. Regen, der einem frontal entgegenkommt. Bäume, die schief auf der Oberfläche wachsen. Wasser wäre primär nur in der Mitte der Scheibe aufzufinden. Und je weiter du von dieser weggehst, desto stärker wird die Gravitation. Heißt, da hatten wir gerade wieder Nordrhein-Westfalen, Digga. What und the fuck? Je weiter du von dieser Welt gehst, desto so stärker Köln. No joke, stell doch ein paar Häuser hin, ist Köln, real talk. Die Gravitation heißt, je näher du an den mit NASA-Turrets bewachten Eisrand kommst, desto eher hast du das Gefühl, dass sich eine riesige Kraft wieder zurückzieht. What if gravity isn't real? Wir müssten also alle sehr zentral leben, mitsamt der gesamten Masse des Ozeans, welcher schlagartig zum Zentrum fließen würde. Oder wir bauen Häuser auf der Kante der Erde, weil da die Gravitation halbwegs aushaltbar ist. Wobei das Ganze eh obsolet wäre, weil die Erde sich in so einer Form ziemlich schnell von alleine zerstören würde. Wenn die Erde flach wäre, würden diese Leute hier an eine runde Erde glauben. My uncle one time, he got in his boat and I swear to fucking God, we never saw that motherfucker again. And I believe personally that he sailed off the edge of the earth. Kurz. ja, das muss es sein. Das muss es sein, ja. Digga, der Motherfucker ist einfach ertrunken, Bro. What the fuck? Never saw that motherfucker again. And I believe personally that he sailed off the edge of the earth. Kurz mal Zigaretten holen. Und wie findet man am ehesten raus, ob die Erde rund oder flach ist, wenn man jegliche Art von Beweisen der Wissenschaft empirisch ablehnt? Man muss es selber testen. Das Experiment der Flacherdler war simpel. Man nehme zwei große Holzbretter und stellt sie auf ein fucking Texas, Mann. Einen langen und geraden Fluss. Beide versehen mit jeweils einem Loch. In der Nacht projiziert man ein helles Licht durch die beiden Löcher, welches kilometerweit entfernt dann, sollte die Erde flach sein, auf der perfekt gleichen Höhe wieder rauskommen sollte. There's no curve, but we don't want to present it yet. This technology is gonna kill the ball. Sollte die Erde jedoch rund sein, müsste man das Licht höher halten und die Kamera könnte nur dann den hellen Lichtstrahl einfangen. We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Interesting there. Nice job, team. Willkommen im Jahre 400 vor Christus. Geschweige dem Fakt, dass manche Leute schon während des... Ist fake. Ich war nicht dabei, Chat. Real talk. Fake. Experimentes abgehauen sind oder dass sie in einem flache Erde-Experiment bewiesen haben, dass die Erde rund ist, war dieser Test längst nicht das erste Experiment, was die Flacherdler auf die Beine gestellt haben. In einer Reportage wurde vor den Augen von Flat-Earthern ein Boot mit den logischerweise Stück für Stück verschwindenden Linien langsam in den Horizont gesegelt. What we're seeing is actually real. You think it's because of... Yeah. Heat. Oh, absolutely heat. Does anyone here in Flat Earth believe it's a globe? Still flat. Flat Earther haben auch mehrfach angekündigt, einen Antarktis-Trip zu machen, um sich selber von der riesigen NASA-Eismauer-Verschwörung zu überzeugen. So this is the edge of the world I was talking about. Doch wurde das Projekt aufgrund fehlender Spenden auf Eis gelegt. Fuck. Mit solchen Leuten zu diskutieren ist ungefähr so, als würde man mit einer Taube Schach spielen, außer, dass die Taube nach zwei Zügen anfängt, auf das Brett zu kacken, wegfliegt und all ihren Freunden erzählt, dass sie das Spiel gewonnen hat. Gravity is just an anecdotal Das ist actually ein sehr guter Vergleich. Isaac Newton. You can't even prove that it exists, and that proves that it doesn't exist. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn man einen Flat Earther ins All schicken würde und er sich somit mit seinen eigenen Augen von der runden Erde überzeugen kann. Oh Gott, die NASA hat meine Augen geeckt. Und so eine ähnliche Idee hatte genau dieser Mann hier. Oh, das hier ist Mike Hughes, auch genannt Mad Mike. Mike Hughes.
Der allerechte. The edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. Now, yesterday, the sun and the moon was in the sky at the same time, which is not possible, in my belief, on a globe. Der Name Mad Mike kommt wahrscheinlich daher, weil er auf die geniale Idee kam, sich selber mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. I bet you've never seen the face. Bro, selbstgebaute Rakete ist nie, egal in welchem Satz es vorkommt, außer es ist wirklich von der NASA oder so, Bro. Ist es, oder keine Ahnung, hier von SpaceX oder so. Wenn es nicht von den beiden Parteien kommt, Bro, dann ist es vermutlich einfach ein Haufen Scheiße, Bro, der gleich passieren wird. If a sexually satisfied woman, burn! Von den Medien wird er als Verschwörungstheoretiker und naiver Flacherdler betitelt. He might just be crazy. Die meisten machten sich über ihn lustig. Doch mithilfe von Spenden der Flat Earth Community wollte er eine Rakete konzipieren, die die Leute vom Gegenteil überzeugt. Zeugen sollte. Mad Mike wollte sich selber ins All schließen. Bro, what the fuck? Nun, abgesehen davon, oh, dass überlebt? Einer selbst Bro, ich dachte, er stirbt. Gebauten Rakete niemals so hoch kommen könnte, um die Erdkrümmung zu sehen, kann es sein, dass Mad Mike ein sehr ausgeprägtes Raketenhobby hatte und um seine teure Freizeitbeschäftigung auszuführen, sich als ein Flat Earther ausgegeben hat, um Spenden für seine Raketen zu bekommen. I believe it is flat. I believe. Stark. You don't believe that. And you just want a free trip to space. A lot of people think that, you know. Uh-huh. But what's that got to do with the flat Earth? Aber smart. Nothing. Nothing. Dann musste er in ein paar Interviews noch ein bisschen schauspielern, ein flache Erde-Schild auf seinen Truck kleben, ein bisschen auf den Conventions rumalbern und voila. Digga. Ja, smart aber. Damn, it feels good to be a gangster. Mad Mike ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketenstart beim Aufprall tödlich verunglückt und bleibt seitdem als legendärer Madman in Erinnerung. GGs. Die Flat Earth Community und alle ähnlichen Gruppen, die sich sonst noch so im Internet finden lassen, lassen sich in genau 5 verschiedene Camps aufteilen. Why would they want to fool you into thinking the Earth is round? I don't know. And that's why it's so scary. Als erstes gibt es die mental Instabilen. Sie bilden die Basis der Flat Earth Community. Ihre größte Eigenschaft ist, dass sie nicht nur an eine flache Erde glauben, sondern auch ein flaches Gehirn haben. Flat, all the way. That's flat gang, baby. Flat gang? Yeah, flat gang, all the way. Bro, er hört sich Loki an wie Little Pump. Bro, geht in diesen... Das hat sich angehört wie dieses von Escated, diese eine Stelle da im Track. Ey, ihr wisst, was ich meine, oder? Digga, ist das dumm, ey. Flat Gang, baby. Flat Gang? Yeah, Flat Gang. All the way. All the way. Flat Gang. Ding! It's flat. Adolf Hitler, they have reincarnated him. He has been cloned. Bro, what the fuck? Was geht jetzt ab? I'm fine. But I roll. Es sind die, die wirklich Bro. Aus tiefster Überzeugung an eine flache Erde glauben und sich in irgendeiner Weise besonders oder Teil einer größeren Community fühlen wollen. This is the biggest conspiracy of all. So sehr gefangen in Verschwörungstheorien, dass sie sich über die Jahre sozial abgeschottet und isoliert haben, weil sie glauben, sie würden als Einziger verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. Ich frage mich, ob es sowas auch damals gab, bevor so Internet und sowas alles da war, so ganz, ganz, ganz früher. Und dann war so der erste Typ, der wirklich so gesagt hat, so, also das ist, vielleicht gab es das, und das weiß man einfach nicht, so auch dasselbe quasi früher mit dem Typ, mit irgendeinem Typen, der gesagt hat, die Erde ist rund, und alle waren so, Bro, was labert denn für Scheiße, Digga, Bro? Hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aristoteles hat wieder zu viel Pot gesmoked, Alter, dieser Hurensohn. Wisst ihr, was ich meine? Und dann irgendwann, Bro, irgendwann wurde es einfach bewiesen, Junge. Digga, what the fuck? I've lost family members who want nothing to do with me because of my beliefs. My 18-year marriage okay. ended as a result. I see. And I'm a highly intelligent person. No longer speak to my parents, my brother. Ich weiß, ihr werdet jetzt irgendeinen Gag machen über mein Aussehen, aber findet ihr auch, dass dumme Leute, dass man das denen einfach ansieht? Man sieht dummen Leuten einfach an, dass sie dumm sind, Bro. It's crazy.
or anybody else. Eine Familiendiskussion an einem Lagerfeuer im Garten über die flache Erde. Ja, du zum Beispiel, hochgeschaukelt, und der Flacherdler hat aus Wut einfach Möbel in das Feuer geworfen und das halbe Haus ist abgebrannt. Ja, moin. Say these three words. I'm not ashamed. Dann gibt es noch die Händler. Es ist die Gruppe von Menschen, die auf verschiedene Weise Profit aus der Flat Earth Community herausschlägt. Flacherdler Chris verdient hier zwischen 300 und 700 Dollar mit jeder seiner Globus-Alternativen. Seines selbstgebaute und beleuchtete Flat Earth Modelle, T-Shirts mit einer flachen Erde oder ähnlichem drauf, mit denen man sich dann vor anderen Menschen... Bro, aber dieses NASA-Liars-Shirt ging low-key hart. Digga, no joke. Ich meine, das ist ja gerade schon so... Die Modemeter, dass man so trashy Shirts trägt. No joke, das Delle, geht T-Shirts mit einer flachen Erde. Das geht ultra hart. Oder ähnlich. Das mit so einer dicken Baggy Pants, Bro. Drauf, mit denen man sich dann Alter, vor anderen Menschen what the fuck? Kann. Flat Earth Watch. I mean, seriously, Flat Earth can be put on anything. The Flat Earth Beef Jerky Soße oder überteuerte Tickets für Conventions, in denen man sich mit anderen Flat Earthern intellektuell austauschen kann. Matter of fact, I'll be the last man standing. Why you falling for that fake moon landing? NASA's been tricking us all. Gravity isn't a law. Ha, ha, your whole reality's flawed. Thinking you spin on a ball. Hey. But, shut the fuck up. Hey, die haben einfach unser deutsches Oktoberfest gestohlen und Flat-Toberfest draus gemacht. German food? Yeah, we found German tourists. We're cooking them. Was kommt als nächstes? Ein Flat-Earth-Pizza-Restaurant? Oh, ich meine, ist Pizza sonst nicht flach? Oder wie genau soll man das verstehen? Time to deliver a pizza ball! Natürlich gibt es auch noch die Trolle, die nicht mal ansatzweise an eine flache Erde glauben, aber sich immer wieder von der Idee amüsieren, dass es da draußen wirklich Leute gibt, die die Formen unserer Erde anzweifeln. Genau, das glaube ich, deswegen ist diese Statistik von vorhin ein bisschen unaussagekräftig, weil ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr viele von denen. The Earth is flat. Ich meine, das ist das Meme, oder? Wenn man an Verschwörungstheorie denkt, denkt man an diese. Direkt. Ich glaube, das ist die bekannteste. Vielleicht mit irgendwas 9-11-mäßigen oder so. Ich finde, das ist vielleicht das zweitmeiste. Aber ich glaube, das ist noch verbreiteter. Prove me wrong. Und natürlich, dass Corona nicht existiert. Aber Leute, ich sage euch so, das stimmt auch, wa? Die da oben, wa? Ich sag immer noch nein. Ich sag immer noch nein zum Booster. Ich lass mich nicht boosten da. Nee, Merkel-Maulkorb. Nie aufgesetzt, die Scheiße. Egal. Ja, okay. Und was war gerade noch? Eine gab's noch. Mondlandung, stimmt. Mondlandung ist auch crazy verbreitet, Digga. Crazy verbreitet. Das ist wirklich, Alter, das ist verrückt. Ich wette, jeder von uns saß mindestens schon einmal bei so einem Familiengespräch oder so. Und eines dieser genannten Themen gerade war Fall. Hundertprozentig jeder von uns, Bro. What the fuck? Digga. Mountains. Jegliche Communities im Internet, seien es Flat-Earth-Gruppen auf Discord, Subreddits oder Twitter-Seiten, sind mittlerweile ein Sammelplatz für Memes über die flache Erde geworden. If the Earth is flat, explain this. Da es allein rein statistisch wirklich schwer ist, einen Flacherdler mal in seinem natürlichen Habitat zu entdecken. Selbst kleinere Gruppen und Communities wurden mit der Zeit langsam unterwandert von schaulustigen Abenteurern und Trollen, die einfach nur ein paar Flat Earther verarschen wollen. Mods are asleep. Up vote spherical Earth. Wenn die Erde flach ist, warum haben dann Katzen noch nicht alles runtergeschubst? Es sollte eine Reality-TV-Show geben, in der Flacherder das Ende der Welt suchen. Bruder, ich glaube, wir laufen im Kreis. Dreht sich die Flacherde auf. Alter, das wäre so ein geiles Format. Eine Reality-TV-Show? Digga, dann einfach so 2 Mio-Budget, Digga. Die können sich alles kaufen, was die wollen. Und dann müssen die versuchen, das Ende der Welt zu finden. Digga, Alter, das wäre so geil. Holy shit. Ich meine, das wäre lustig machen über Leute, die vielleicht, ne, halt, wie hat Jules das genannt? Wie hieß seine Stelle? Das erste Camp-Chat? Wie hieß das erste Camp? Naja, genau, die mentalen Schwachen. Das wäre quasi sich lustig machen über die mental Instabilen, genau. Aber sind wir ehrlich, Digga, ich gucke regelmäßig Trash-TV und ich sehe jetzt den Unterschied nicht so unfassbar doll. Also, das wäre eine geile Sendung, Bro. Ich will mir das reinziehen. Nur extrem schnell und er wirkt somit den Anschein, dass sie rund sei.
Wenn die Erde flach wäre, würde es einen Russen geben, der Klimmzüge an der Kante der Erde machen würde. Oder die schon seit Jahren im Internet kursierenden Memes und Theorien darüber, welche Form die Erde denn noch so haben könnte. War da gerade ein Arsch? Bro, no joke, wenn die Erde ein Arsch wäre, wäre aber geil. Das wäre echt cool. Memes und Theorien darüber, welche Form die Erde denn noch so haben könnte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Mond eine Banane ist. Und natürlich die sehr kleine, aber niemals zu vergessene Flat Mars Society. Dazu gehören natürlich auch YouTuber und Schaulustige, die regelmäßig Flat Earth Conventions besuchen, um sich einen Spaß zu erlauben. I think I'm coming out of the Flat Earth closet. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Oder Stars, die ab und zu mal in den Raum werfen, dass die Erde möglicherweise doch flach sei. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Ich hab mies recherchiert. Und wenn ich sage, ich hab recherchiert, ich bin fast schon so ein kleiner Hacker. Glaube ich, das ist immer das beste Interview, was jemals gab. Rund oder flach? Ja, oh mein Gott, Alter. Ist es das, oder? Ist es das? Weder noch. Oder Xavier Naidoo, der flache Erde-Propaganda. Ich hab mies recherchiert. In seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und seitdem auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Mama, die Dino-Nuggets sind alle. Dann gibt es noch die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Alles ist eine Lüge. Nur sie allein verfügen über Geheimwissen, zu welchem die anderen Wikipedia. Fake evolution, you're researching vaccines, you're researching the occult. And blood sacrifice, adrenochrome. In 99% der Fälle glauben Flat Earther auch daran, dass die Mondlandung gefaked war. Okay, Schnitt. Wow, Neil Armstrong. Hey, Moment mal, sollten Sie nicht auf dem Mond sein? Dieser Flacherdler denkt, es wäre gesund, rohes Fleisch zu essen. Just like that. It's very delicious. Ein Video darüber, dass die Dinos nicht existiert haben. Do you know they made up dinosaurs? What do you all think of the dinosaurs? Nazi propaganda. Die Evolutionstheorie ist fake. Hitler lebt hinter der riesigen Eismauer. A place called New Berlin, Antarctica. Australien existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. Real Talk. Real Talk, das check ich aber. Australien könnten die einfach, das könnte einfach die Sport, das wäre fein, you know? Bruder, diese ganzen Tiere, die da leben, Junge, das ist kranke Scheiße, Mann, Leute. Das ist wirklich kranke Scheiße. Existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. Also, gar nicht, oder das Ding sieht aus wie irgendein so Tier von Ark oder so. Es würde keine Wälder auf dieser Erde geben. Bro, what the fuck? Ich meine, es sind Bäume. There are no forests on Earth. Eine flache Erde, die auf einer riesigen Welt. Was war das nochmal? Ist das Tokyo Ghoul gewesen? Ja, oder? Eine flache Erde. Digga, so geil. Die auf einer riesigen Weltenschildkröte platziert ist, taucht auch regelmäßig auf, wird aber schon seit hunderten Jahren verschiedenen Mythologien zugeordnet und ist dementsprechend leider genauso real wie Pegasus, das fliegende Pferd, dass ein riesiger, muskulöser Mann unsere Welt hält oder der supermächtige Zeus, der von oben Blitze auf die Menschen wirft. Is there anything that you don't think was an inside job? That's a tough one, you know. The Jews are in fucking, they freaking control all of everything. I mean, if you, okay, 9/11, back to that. Eine verdächtige Überschneidung mit der Furry-Community, der Glaube an eine hohle und leere Erde und ganz viele andere Sachen, an die Flacherdler noch so glauben. Everybody has their own sun. What do you mean? Literally. What do you mean literally? Literally everybody has their own sun. It's not like a burning ball of gas or any of that bullshit. What is it? Yeah, it's what is the sun then? It's cold. The sun is cold. The sun is cold. Und ich meine, gesunde Systemkritik ist ja irgendwo. Was zum Fick? No joke, wie sind Leute so überzeugt davon? Das ist so krass, die müssen wirklich in ihrer eigenen Blase leben, Alter. Nachvollziehbar. Es gab zahlreiche Verschwörungstheorien, die sich später in der Geschichte als wahr herausgestellt haben. Wie zum Beispiel dem Fakt, dass Tauben eigentlich nur mit Mikrofonen ausgestattete Drohnen der Regierung sind, die uns ausspionieren.
Dann gibt es noch die Flat Earth Oberhäupter, die gerissenste Gruppe von allen. I was wondering, how high do you think the dome is? How old are you? 12. Good for you. Man sieht die gefühlt 5 gleichen Gesichter in jeder Doku oder Reportage, die über Flat Earther gedreht wird. Ganz vorne dabei Mark Sargent. You're one of the biggest dick swingers in the Flat Earth game. This is the dumbest shit I've ever heard in my life. Yeah. And your whole life is a lie. I've heard that before. Leute wollen Fotos mit ihm machen. Er kriegt plötzlich enorme Aufmerksamkeit, kann plötzlich von der Flat Earth Community leben und... Digga. Dass Leute daraus ihr Business gemacht haben, ist so krass. What the fuck? Leute behandeln ihn wie ein Star. You're kind of the, like, father of this movement. How would you... Don't do that. Diese Handvoll an Personen, die man regelmäßig in Interviews sieht, könnte man mit einer Kanone ins All schießen. Und sie würden immer noch behaupten, die Erde sei flach, weil sie tief drinnen eh... Ich hab so Hunger, es sah gerade aus wie 2 Hotdogs. ...schon lange wissen, dass sie falsch liegen, Dinger. Aber trotzdem weitermachen. Mark, do you really believe this stuff? Tell me the truth. I'm serious. I absolutely 100% believe we are not on a globe. We are part of a giant studio set. All the world's a stage and you're on it. Mark, do you really believe this stuff? Denn wenn sie diese Lüge nicht weiter am Leben erhalten, würde oh mein auf einmal Gott, der komplette Freundeskreis verloren gehen. Man hätte keine Gemeinschaft mehr, in der man... Wusstet ihr, dass der Frosch von Benny Weber von Art Attack gesprochen wurde auf Deutsch? Einmal der komplette Freundeskreis... Hab ich letztens gelernt. ...verloren gehen. Man hätte keine Gemeinschaft mehr, in der man sich aufgehoben fühlt. Keine Jeder Leute, weiß das? Ja, okay, dann fickt euch wollen. Keine Fanartikel, die man überteuert verkaufen kann. Mark Sargent, der Mann, der stolz für seinen eigenen Namen auf seinem T-Shirt treten stimmt. Digga, I am Mark Sargent. Bro, ich sollte Merch verkaufen, wo einfach draufsteht, ich bin Kevin Teller, Digga. What the fuck? Wie hart. Wieder bei seiner Mutter einziehen und so wird die Lüge zwanghaft weiter am Leben gehalten. Long live Flat Earth. Thank you. Es gab nur einen einzigen Fall, wo ein Flat Earther sich öffentlich dazu bekennt hat, doch falsch zu liegen. I'm wrong. The Earth isn't flat. Und dieser wurde auf Reddit von den Leuten zu Recht wie ein Star gefeiert. Upgrades, people, upgrades! Und so ist die Flat Earth Community heute nur noch ein Auffangbecken für Verschwörungstheoretiker und Kleingeister geworden. Gesteuert von ein paar gerissenen Leuten, die wahrscheinlich schon längst nicht mehr an eine flache Erde glauben. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule, jetzt... Diese Stimme klingt so, als würde jetzt gleich so ein Cut kommen und dann wird so ein QVC-Produkt vorgestellt, so. Sie dachten, ich habe nicht mehr alle, aber dann habe ich den Nicer Dicer 3000 benutzt. Digga, diese Stimmen sind so geil. Wahrscheinlich schon längst nicht mehr an eine flache Erde glauben. Digga. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule. Und dann kommt so eine Frau, Bro, die hier so um den Bauch so ein Gerät hat, was so wackelt, Bro, und die Bauchmuskel trainieren soll. Bro, das Produkt war so oft beworben, wer kauft das? Digga, hä? Dann hätte noch jeder ein Sixpack, wie dumm. Jetzt werden wir zu Hause unterwegs. Digga, wie dumm. Schwerer Tobak, also wirklich, wenn man sich das überlegt, dass man da mit Menschen spricht, und das ist ja jetzt nicht nur diese große Familie gerade gewesen, das wirkt irgendwie ein bisschen wie Gehirnwäsche. Mittlerweile haben Flat Earther auch TikTok entdeckt und gemerkt, dass die jüngere Generation alles glaubt, sobald GTA 5 Gameplay in der unteren Hälfte des Bildschirms läuft. Bro, und so talk. Steigen auch die Suchanfragen auf TikTok über eine flache Erde so rasant an wie noch niemals zuvor. Das ist kein echtes TikTok, oder? I appreciate your input, but please. Fuck off. YouTube und andere Plattformen haben nach der Peak-Flat-Earth-Zeit aus 2016 angefangen, Videos, die eine flache Erde behandeln oder offensichtliche Verschwörungsgedanken beinhalten, mit einem Banner zu markieren, um irgendwie wieder gut zu machen. Ich glaube, das ist hier auch passiert. Ja. Das ist wirklich vielleicht eine der besten Sachen, die dem Internet passiert sind in den letzten Jahren. Dinge nicht zu zensieren, sondern einfach Dinge mit Kontext zu versehen, Bro. Das ist auch so geil, Real Talk. Das, also diese Community Notes, Bro, ist auch sehr stark, muss man wirklich sagen. Vieles auf Twitter, was scheiße ist, aber das ist wirklich was in den, also die meisten Sachen, die ich davon gesehen habe, Bro, gibt sicherlich auch Regenbeispiele, keine Ahnung, aber die meisten Sachen, die ich gesehen habe, Bro, sind mega gut gewesen, Junge. Wirklich, weil du checkst es auch, man checkt es auch nicht mehr direkt, ist es fake oder nicht, oder?
hört auf X zu sagen. Bro, keiner sagt X, nur Versager sagen X. Die Scheiße ist immer noch Twitter, ist mir scheißegal. Ich werde bis an mein Lebensende Twitter sagen. Machen, dass sie mit ihrer Plattform der Nährboden für Millionen heute existierende Flat Earther waren. Und ich meine, irgendwo kann man den Gedankengang nachvollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche abstrakten Sachen wie eine flache Erde existieren, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Alleine der Fakt, dass wir existieren, die Erde genau die richtige Entfernung zur Sonne hat, die richtige Größe, die richtige Masse, ein Magnetfeld, eine Atmosphäre und mehr besitzt, ist so unendlich klein. Und da haben wir letztens ein Video gesehen, dass es so unwahrscheinlich ist, dass alle Sachen zusammenkommen, dass wir hier leben können, und es viel wahrscheinlicher ist, dass wir uns einfach nur vorstellen in unserem Kopf. Also wisst ihr, was ich meine? Die Wahrscheinlichkeit, dass random alles so ist, wie es ist, dass wir hier leben können, dass wir Sauerstoff haben, bla 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 bla, ist so viel unwahrscheinlicher. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wir in unserem Kopf einfach uns, dass quasi ein anderes Universum erschaffen wurde, wo wir in unserem Kopf uns diese Welt hier vorstellen die ganze Zeit. Und trotzdem sind genau wir heute auf dieser Welt. Da gab es ein sehr geiles Kurzzeitvideo. Jahre sehr stark. Nach der Entstehung von allem und fragen uns, ob unser Planet rund oder flach ist. Ey, ich bin nicht da, Basti, sorry, Bro. Es gibt leere Stellen in unserem Universum, die so riesig sind, dass wenn man sich in die Mitte dessen teleportieren würde, man in alle Richtungen nur das stockdunkle Schwarze sehen würde. Planeten, die nahezu perfekt ausschließlich aus. Wäre aber geil zum Schlafen, by the way. Also so wenn alles, also checkt ihr? Diamanten. Weil Bro, ich hasse das, wenn auch nur ein, wenn dieses kleine verfickte rote Bastardlicht vom Fernseher an ist, Digga. Nervt doch nicht. Real Talk, wer hat die Scheiße sich überlegt? Hey Mann, lass mal, wenn der Fernseher aus ist, da ein rotes Licht machen. Bruder, du fuckst ab, du bist der größte Hurensohn von allen. Den Neutronensterne, Digga. Von denen ein einziger Teelöffel so schwer wie ein ganzer Berg wiegen würde. Planeten, die der Erde von den Lebensbedingungen nahezu identisch sind, auf denen sich Lebewesen vielleicht schon längst geformt haben. Planeten, die nur aus Wasser bestehen. Ein Planet, auf dem es aufgrund der mineralen Wetterbedingungen Rubine und Saphire regnet. Ein Planet mit einer Oberfläche schwerter als Kohle. Das Weltall ist so vielseitig. Und selbst wenn die Erde flach wäre, was wäre dann anders? Wir würden trotzdem immer noch alle zur Schule gehen. Trotzdem würden wir AKMA für Chefe. Arbeit fahren, gefühlt wie da oben. Nichts würde sich ändern. Wir bleiben immer noch dieser kleine Punkt irgendwo in unserem Sonnensystem. Ein Sonnensystem, welches gerade mal ein winzig kleiner Teil eines riesigen Planetenkomplexes in der gigantischen Milchstraße ist. Die wiederum Teil von einem riesigen Cluster an Galaxien ist, welcher jeder seine ganz eigenen Systeme beherbergt, während all das nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen ist, der weit über unsere Möglichkeiten hinaus liegt. Hat das Universum eine Grenze oder ist es unendlich groß? Wenn es unendlich groß ist, warum haben wir denn noch nie von anderen Lebewesen gehört? Bruder, wie sind wir gerade von dem Jules-Video auf einmal, Bruder, wir sind einfach so Terra-X-Video auf einmal, Bro, was ist das? Wenn es eine Grenze gibt, was ist dahinter? Sind wir vielleicht die Ersten oder die Letzten kurz Lebewesen gesagt, im Weltall? Irgendwann wird unser Universum enden. Wir werden dann schon lange ausgestorben sein und haben gerade mal... Nee, ich nicht, weil ich bin ja nicht geboostert, wa? ...ein paar Jahre auf dieser Welt verbracht. Wir alle werden irgendwann... Ihr Schlafschafe vielleicht, aber ich Staub nicht. ...sein. Und danach wird nichts mehr passieren. Und das bleibt für immer. Das war ein geiles Video, Bro. Das war wirklich ein sehr gutes Video. Gezaubert, der Mann. Gute Arbeit, Mann. Real Talk. Gute Arbeit.